Wer glaubst du aus dieser Runde fingert am besten? Ich glaube Kaya. Cool. Also ich wollte an der Stelle auch noch sagen, ich habe jahrelang Klavier gespielt, also ich bin sehr fingerfertig. Wer masturbiert am meisten? Jonas Wuttke. Heute zweimal? Ja. Hast du die mit 10 schon einen runtergeholt? Beim ersten Mal habe ich an Mark Simpson gedacht. Ich dachte halt noch nicht, dass es ein Tabuthema ist. Deswegen hast du es dann halt auch vor allem gemacht. Deswegen habe ich es halt tatsächlich auch vor meinen Eltern gemacht. Wer aus dieser Runde hat am ehesten einen Crush auf jemanden am Set? Du. Okay, ja. Ganz kurz. Ja, mal ganz kurz zu. Sorry. Dreh dich mal. Saftig. Wer aus dieser Runde küsst am besten mit Zunge? Und. Und damit erstmal. Herzlich willkommen. Willkommen, herzlich willkommen. Oh, oh, so gefällt uns das doch. Das ist ja wirklich schön. Ausgegeben, oder? Ja, das ist ausgegeben. Oh. Und das ist hier in Kroatien ganz schön teuer. So, mein PayPal schicke ich euch einmal rüber, dann bekomme ich von jedem 2,50. Ja, cheers, ne? Ich bin so nervös. Cheers. Jonas Wutke. So, hier hinten, ne? In die Augen kommt und dann also, sie hatten auch nicht. Ohne, aber, ohne Schnaube, Klappe, Babbe. Ohne, aber, ohne, aber, Schnaube, Klappe, fuck. Oh mein Gott, das ist krass. Leute, wir haben heute viel vor. Wir spielen gleich ein Spiel, wo ich mich besonders drauf freue. Da ordnen wir... Mann, nicht stören! Mann, es ist wirklich spät. Wir haben hier lange Tage und da brauche ich es nicht, dass mir von der Seite jemand blöd reinquatscht. Ey. Ich krieg meine Haare nicht hin. Ich krieg meine Haare nicht hin. Ich bin TikToker. Wir spielen jetzt ein Spiel, bei dem wir Fragen mal zuordnen. Wer startet? 3, 2, 1. Dass ich nicht lache. Ich hab's nicht mitbekommen. Kaya. So verklatscht. Ja, die erste musste eigentlich die Frage zuordnen und danach ist immer die Person dran, der es zugeteilt wird. Ach so. Die erste Frage, die hier steht, lautet, wer von uns würde am ehesten in Staffel 4 vom Internat mitspielen, wenn es seine vierte Staffel geben sollte. Wo steht es? Wer muss es steht direkt auf dem Fragesticker ganz oben. Wer steht da nicht? Sag mal, das ist hier authentisch. Okay. Ich glaube Keanu, einfach weil du ja schon mal mitgemacht hast. Mhm. Und wenn du Geld für was bekommst, alles tun würdest. Nein, tatsächlich wurde ich sogar angefragt für Staffel 3, aber habe es abgesagt. Ja. Kann man das sagen so? Ja, also ja, oder? Nee, kann man nicht. Ist der Wahrheit entspricht, dann ja. Ja. Wer glaubst du aus dieser Runde fingert am besten? Ich glaube Kaya. Cool. Also glaube ich auch. Ja, wenn ich euch so sehe, euch Vollidioten. Ja. Ihr wisst überhaupt, was eine Klitoris ist? Nee. Ich glaube nicht. Also ich wollte an der Stelle auch noch sagen, ich habe jahrelang Klavier gespielt, also ich bin sehr fingerfertig. Du hast auch Tennis gespielt. Du Ekelpaket. Ekelig. Deswegen ist er auf TikTok gespielt. Ja, weil er das ist genau die... Kaila Scheik, so die nächste Frage. Du kannst natürlich... Du kannst halt auch, genau, selbst dich selbst nehmen. Ja. Wer aus dieser Runde hat den speziellsten... Schwanz. Schrägstrich. Da kannst du ja aussehen. Dienstag war ich mit. Ich muss überlegen. Ja, hat den speziellsten. Kommt auf den Zustand an. Hat den speziellsten oder individuellsten Charakter? Ich kann mich da auf niemanden festlegen, weil alle irgendwie mega, mega speziell und cool auf ihre eigene Art sind, außer Ben, der ist richtig kacke. So vorhersehbar. Ben ist so vorhersehbar. Damit, Kaila, wir haben hier eine bunte Mischung aus Fragen vorbereitet. Es kommt aus allen Bereichen immer mal wieder was. Kommt jetzt die nächste Frage. Wer aus dieser Runde masturbiert am meisten? Masturbiert am meisten. Runde. Okay. Wer masturbiert am meisten? Hm. Jonas Wuttke. Also ich habe heute noch nicht masturbiert. Ich habe in der letzten Stunde noch gar nicht. Hau rein, du auch mit der rechten Hand. Komm, hau noch mal rein. Wirklich zweimal? Ja. Ja, ich auch. Heute zweimal? Ja. Heute zweimal? Ja. Nein. Sonst gar nicht. Ja, aber heute war irgendwie. Nach welchen Situationen war das Nach so? Nach welchen Situationen war das? Nachdem wir Sport gemacht haben. Während ihr Sport gemacht habt. Es war heute Morgen. Erstmal, als ich aufgewacht bin. Nee, jetzt wird er nervös. Jetzt kommt ein Fingernägel. Jetzt wird er richtig nervös. Bist du alleine aufgewacht oder war jemand? Und dann war es. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen. Okay. Nein, Spaß. Und dann war es, als ich eben zu Hause war und duschen. Also nach dem Sport. Das war nach dem Sport. Ja, und mit wem hast du Sport gemacht? Ja, mit wem hast du Sport gemacht? Mit Vivi. Nein. War Vivi wieder aufgewacht? Ja. Und Sydney auch. Okay. Ah, jetzt ist es. Ah, Sydney, ja, dann ist klar. Ja, ja.
Ja. Das war alles gut. Du musst dich jetzt noch, du musst dich nicht rechtfertigen. Man muss sich nicht fürs Masturbieren rechtfertigen. Das ist an der Stelle die Botschaft des Streams. Wenn ihr das gerade schaut und euch einen runterholt oder euch masturbiert, dann können wir an der Stelle sagen, ganz viel Spaß. Wir sind für euch da. Glaubst du, irgendjemand macht das nicht gerade? Natürlich. Ich habe das früher immer aus Langeweile gemacht. Während du Streams geguckt hast? Ja. Da war ich aber 10 oder so. Hast du die mit 10 schon einen runtergeholt? Tatsächlich, ja. Mit 10 habe ich das selbst entdeckt. Wir hatten das nicht. Ja, ich auch. Automatisch irgendwie. Genau, ja. Beim ersten Mal habe ich an Marge Simpson gedacht. An Marge Simpson? Hm. Nein. Ist ja auch gar kein Problem. Dann war es eigentlich einmal die Tür. An Marge Simpson? Ja, ich war auch 10 oder so. Oder 9 sogar. Da war ich in Ukraine. Ich erinnere mich noch, meine Mom und meine Oma waren in der Kirche. Und ich auch nie so in der Kirche. Du warst nicht in der Kirche. Ich war auf dem Balkon und ich hab. Balkon! Junge, es war so heiß und ich hab mich auf den Balkon und hab einfach angefangen, damit rumzuspielen. Ich weiß auch nicht warum. Krass. Ich hab an Marge Simpson gedacht und dann. Ich hab das erste Mal an Mr. Burns gedacht. Ich hab halt gedacht, es wäre was vollkommen normales. Aber seid ihr da schon so richtig gekommen? Und kein Tabuthema ist. Ich dachte halt noch nicht, dass es ein Tabuthema ist. Deswegen hast du es dann halt auch vor allen gemacht. Deswegen habe ich es halt tatsächlich auch vor meinen Eltern gemacht. Wir sind gerade live, also aber alles gut. Ja, authentisch, haben wir doch gesagt. Nein, nein, nein. Du hast nicht deine Eltern gemacht. Nein, nicht so, aber so, ich war auf der Couch oder so und hab schon an mir rum, fand es halt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob die das gesehen haben. Die haben zugeguckt. Nein, es war halt... Nein, ich glaube, die haben es gar nicht mitbekommen. Ganz groß, ganz groß. Respekt, bin stolz auf dich. Wie der Papa. Ja, ich wollte genau den gleichen Job. Ah nee, aber war es wirklich so, dass sie mit 10 schon, ist dann auch schon was rausgekommen? Nein, oder war nur, nein, nur nein, das nein, das kam dann erst. Warum fragst du nach Penissen von 10-Jährigen? Weil es mich interessiert. Weil es mich geil macht, okay? Okay, Benne. Ja. Wer aus dieser Runde hat am ehesten einen Crush auf jemanden am Set? Du kannst auch mich selbst. Ja. Aber ich würde tatsächlich sagen, du. Ja? Du. Okay, ja. Baby. Du weißt das. Weil das kann man jetzt nicht so sagen, ne? Vielleicht auch du, Kian. Da gibt's. Weiß nicht, sollen wir mal rumprobieren einfach? Ja, lass mal alle rum. Leute, ja. Wir probieren jetzt alle rum und dann gucken wir mal. Ganz so. Kurz, ganz ja, kurz. Ja, mal ganz kurz zu. Sorry. Benne, nicht vor uns einen runterholen direkt. Das muss doch nicht direkt. Oh, oh. Wir sind nicht deine Eltern, okay? Junge! Das geht jetzt zu weit hier. Wir sind okay. Nicht deine Eltern. Ich entschuldige mich, okay? Nein! Antwort, Entschuldigung? Dann sage ich halt nie wieder solche Sachen. Bleib ich halt verschlossen. Oh nein! Nein, das ist schön, dass du dich geöffnet hast. Es ist völlig in Ordnung. Wer hat gerade das beste Outfit an, ist die Frage, die an mich geht. Und da würde ich an der Stelle Kaida Scheiks nehmen. Ich finde doch. Ich finde warm doch. Ja, sieht wirklich, wirklich gut aus. Wow. Dreh dich mal. Zeig mal das Outfit von hinten. Saftig. Ja. Männer! Richtige Männerrunde heute, das finde ich richtig schön. Richtige Männerrunde. Lass nochmal anstoßen. Lass mal so Gruppen anstoßen vorne an der Kamera machen. Cheers auf euch, Leute! Danke, dass ihr zuschaut. Hey, Prost! Wer? Oh, das ist ein spannender Stream, das sind spannende Fragen. Danke, Leute, ihr habt wirklich tolle Fragen reingestellt. Das muss man an der Stelle mal sagen. Würde in der Staffel 5 von Das Internat am ehesten ein. Wer aus dieser... Toll, wie du es immer wieder aufreißt. Ja. Okay, so, komm her, komm, komm, komm. Du hast Spaß. Komm her, Spaß. Komm, das musst du die Leute so verstören. Ich auch, ich auch, ich auch. Hier, komm, komm, hier, oben, unten, komm, bitte. Jawohl. Wer aus dieser Runde kann am besten flirten? Ich würde mich selber sogar nehmen. Also das Ding ist, ich flirte ja nicht wirklich mit euch. Aber ich irgendwie, du, na... Sehe ich nicht. Ich kann sehr gut flirten. Okay. Dann zeig mal. Kian. Flirte mal. Benne, du hast ja Flirten schon früh mit deinen Eltern geübt. Junge! Hör doch mal auf, bitte. Ich kann nicht, es tut mir so leid. Ich würde so gerne. Meine Eltern gucken zu, okay? Oh. Das wäre so. Und was machen sie dabei? Hilfe! Es tut mir so leid. Ich will das nicht. Oh mein Gott. Du hast dich selber einfach genommen. Hart. Okay, dann ich gib nehme mal. Ich nehme mich selber, ja, weil irgendwie du bist so Overkill, was Flirten angeht. Und bei dir weiß ich, du bist irgendwie so süß einfach. Also ich weiß nicht, ob du jetzt so der Typ bist, der so richtig, also flirtet. Mhm.
Und ja, ich habe das Gefühl, du musst es gar nicht, weil Keanu ist so toll, um der kann es mit seiner Art einfach. Es geht doch um Overkill. Gerne. Overkill heißt ja nicht schlecht. Doch. Okay. Flirten ist ja in erster Linie Krieg. Das ist ein Kampf. Du bist halt zu touchy, irgendwie, du bist, machst zu viel, finde ich. Also zu früh zu viel. Zu früh zu viel. Ja, ja, weißt du sehr das? Gut, zu früh ja. zu viel. Ja, hab ich habe ja haben auch seine Eltern auch gesagt. Ist lang, okay. Keiner Scheiß. An der Stelle, wenn du dich als absolute Flirt-Expertin bezeichnest, gib doch mal 3 Tipps, was ist wichtig für einen guten Flirt? Okay, also ich glaube, sehr wichtig ist Augenkontakt. Aussehen? Also, aussehen, nur die gut aussehen. Nein, Augenkontakt ist einfach richtig wichtig. Das ist so das Wichtigste eigentlich und man muss da auch eigentlich totes Selbstbewusst sein, um das zu machen, weil voll viele gucken halt die ganze Zeit auf den Boden, bla bla bla, wenn du jemandem direkt in die Augen guckst, ist halt richtig nice. Dann, wichtig ist halt, finde ich, irgendwie nicht zu, also nicht zu denken, Flirten ist so Körperkontakt, sondern eher, das muss das mache ich falsch. Ja, richtig. Das muss ich halt eher so aufbauen, so diese Tension aufbauen und dann kann man Tension. So irgendwann kann man so ein bisschen Körperkontakt aufbauen, aber wirklich auch nur so leicht und subtil, dass man so beide checken das, aber es ist nicht offensichtlich. Also es ist nicht halt sowas oder, ne? Und das ist, finde ich, auch richtig wichtig, dass man das wirklich so, das ist viel geiler, wenn man so lange Tension hat und sich dann irgendwie erst näher kommt. Und das dritte, würde ich sagen, ist Humor. Ich finde, Humor ist so ein wichtiges Element von Flirten, dass man einfach wirklich durch... Humor ist wichtig. Ja, dass man durch Witze einfach flirtet und dann ist es irgendwie auch nicht so offensichtlich, aber man kann durch Humor halt richtig gut flirten. Ja. Humor ist auch einfach heiß, weißt du, wenn jemand lustig ist und so, dann macht es ihn einfach zehnmal attraktiver. Und das war die Runde, keine Schalks gibt Flirt-Tipps. Ich habe auch noch 3 Tipps und zwar als allererstes, ganz wichtig, austauschen, welches Sternzeichen man ist. Der zweite Punkt ist, sich gegenseitig die Bedeutung der Tattoos erklären, wenn man sich das erste Mal trifft. Wer aus dieser Runde küsst am besten mit Zunge? Kann ich ja nicht sagen. Obwohl. Also, du schon also wir sollten einfach sein. Einen Live-Test machen und das dann beruhigen. Einmal nochmal die Kamera wieder. Kamera. Und. Keanu, Benne. Man sieht immer so kleine. Huch. Oh mein Gott. That was hot. Also, keiner Schalks. Benne weint nicht. Ich. Seid ihr nicht still, dann Benne weint. Schreien immer. Hier ist keiner Schalks.